Weiter geht's weiter mit den Pilzmännern. Wieder mit dabei ist Lennart. Hi Lennart. Hallo. So, eine kurze Pause zur Beruhigung und ich bin wie ein alter Frische zurück. Selber Aufnahmetag, falls ihr euch wundert. Ey, Lennart, es ist geschafft. Dieser Prinz ist tot. Wie willst du noch das Ödland hinter mich bringen? Du glaubst gar nicht, wie sehr ich das möchte. Ja. Diese Stelle kennen wir inzwischen hier schon in- und auswendig. Sag mal, ist es Nacht hier geworden? War es schon vorher dunkel? Ich hab schon vergessen, ich war hier so lange. Es war vorher schon dunkel, ja, oder? Ich glaube, es war schon ein bisschen dunkel, ja. Ach so dunkel? Naja, was weiß ich denn schon? Doch, ich glaube schon. Naja, egal. Auf jeden Fall, wir sind wieder hier. Und ich freue mich in der Hoffnung, dass ich das Ödland diesen Part beenden werde. Das verdammte Ödland. Sind hier wieder Wespen? Lass diesen Leid zu entkommen. Ja, wo wir gerade von diesem Leid entkommen reden. Ich darf nochmal runter in den Keller gehen. Ich habe diese Stelle ja vermisst förmlich. Na siehste. Ja, das Spiel fängt mich halt da ab, wo ich gerade bin, Lennart. Kann man nicht anders sagen. Es ist ein Traum. Es ist einfach ein Traum. Ey, Lennart, weißt du, was mir gerade eben so auffiel, als ich hier durch die Räumlichkeiten schlawenzelt bin, mir ein Bier geholt habe? Na? Weihnachtsgeschenke, Lennart, ne? Oh ja. Das ist so eine Sache, daran erkennt man auch, dass man alt wird, oder? Pass auf, jetzt bin ich schlau. Okay. Weil, weißt du, was ich letztes Jahr bekommen habe? Ein Drucker. Ja. Und weißt du, was ich dieses Jahr kriege? Eine Kaffeemaschine. Also, ich freue mich darüber, ne? Aber früher war es so, ja, ich will das Spiel und das Spiel. Und jetzt ist es so, man kauft die Spiele selbst und kriegt man nur so nützliche Sachen. Daran sieht man, man ist alt. Oh, Deko kriege ich auch sehr viel. Und das finde ich auch super. Daran sieht man, man ist alt. Ja, alt. Oder? Ja, keine Ahnung. Lennart. Ja, also. Ja, über meine Wünsche wollen wir erstmal gar nicht reden. Was sind deine denn? Ich habe schon eine sehr alte Schreibmaschine ins Auge gefasst. Oh ja, nein! Stimmt ja! Lass uns mal nicht weiter drüber reden. Deine Schreibmaschinensammlung und ich wollte mich gerade als alt abstempeln. Hab dabei ganz vergessen, dass du Schreibmaschinen sammelst. Und ich übe sogar mit denen umzugehen. Ja, also, ja. Nein! Nein! Wir sind zurück! Ah, finde ich gut, Lennart, diese Leidenschaft für die Schreibmaschinen. Warum lebt er denn wieder? Oh nein, das heißt, der über uns lebt auch wieder. Lennart. Natürlich. Nein, ich gehe es speichern. Das muss gespeichert werden, dass der tot ist. Ey, wie ewig wir diese Stelle brauchen. Wir runter in den Keller heilen, weil man weiß beim Typen ja nie so ganz, ne? Das ja. Kann doch nicht sein, diese Stelle. Lennart, hol die Schreibmaschine. Schreib mit, wie, wie lange ich hier brauche. Schreib mit. Für das Protokoll. Leiden wirst. Ja, das muss hier alles protokolliert werden, was hier abgeht, falls ich ins Krankenhaus eingeliefert werde mit einem Herzversagen. Alter. So, sind die Wespen jetzt wenigstens tot? Wahrscheinlich nicht. Ich rüste schon mal vorsichtshalber das hier aus. Und? Sind sie tot? Ich glaub's ja nicht, sie sind tot geblieben. Oh mein Gott, Lennart. Man merkt, das Ödland gibt auf. Wir sind am Ende angelangt, Lennart. Gott, Freiheit. Dieser Typ. Ich hasse ihn so sehr. Oh, ey. Du warst bestimmt der Liebling von dem Prinz. Kann das sein? Kann das sein, du Otto? Yeah. Ey, yeah. Liebling. Natürlich schau ihn dir mal an, den Affen hier. Aber tot. Jetzt knusperst du wieder. Ah! Komm, bring ihn um! Bring ihn um! Oh shit. War hier irgendwo eine Heildings? Ah ja, da war ein, tatsächlich. Tatsächlich, natürlich. Heil dich. Schneller! Schnell heilen! Die zerstechen dich! Die Libelle ist zurück, Lennart!
Die schnelle Belle! Sie ist es! Jawohl. Weißt du was, wir nennen sie ab jetzt Schnelle, weil sie die schnelle Belle ist. Aber jetzt müssen wir auch wieder nach ganz oben zum Punkt kommen. Komm einfach aus Prinzip! Komm her! Ja, der macht ja auch viel Schaden, ne? Ja, der macht mehr als ich ihn. Den werde ich nicht kriegen. Ja, jetzt kommen wir da hoch! Lennart, wir schaffen es! Ja, lass mich doch... Du lässt mich jetzt heilen! Los, schneller! Hat die andere Wespe Angst bekommen, oder was war das? Ich weiß es nicht, also es war ein anderer Rückzug. Ja! Die Schnelle! Sei gegrüßt, Häuptling der Rö... Achso, hättest du ja nicht sprechen können. Na, egal, der sagt nicht viel. Häuptling der Röhrlinge. Ja! 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 Oh mein Gott, Lennart! Ja! Es ist geschafft! Prost, Lennart! Das müssen wir feiern! Prost! Ah! Du irrst dich, unser Häuptling ist tot und das ist alleine meine Schuld. Kannst du bitte so dumm sprechen? Okay, ich versuch's. Obwohl, nee, scheiß drauf. Dieser Versuch, du hast aufgegeben, bevor du überhaupt gestartet hast. Eigentlich besteht deine einzige Schuld darin, dass du hier gerade wertvolle Zeit verschwendest. Zeit, die du nutzen könntest, um nach Hause zu reisen und dein Volk vor einem Schicksal zu bewahren, unter dem es bereits leidet, während wir noch reden. Ey, dieser Typ. Ich habe es doch versucht, ich bin jämmerlich gescheitert. Ich habe die Sache sogar verschlimmert. Warum also ein zweiter Anlauf? Und wer hilft mir? Du? Man hat mir gesagt, dass du dich in den Lauf der Dinge nicht mehr einmischst. Hippie. Du hast einen langen Weg hinter dir. Überleg doch mal, wie viel ich dir schon geholfen habe. Denk an die Leben, die du schon gerettet hast. Hä? Wie hat der uns denn geholfen? Ja, Digga, wir sind dir doch zum ersten Mal begegnet. War das Träumerei oder was? Oh Gott, guck ihn dir an! Dieser Blick, was ist dieser Blick, Alter? Der weiß, du weißt ganz genau Bescheid. Benutze deine Waffe mit Instinkt. Deine Sporenkräfte sind stärker als je zuvor. Setze auch sie weise ein. Es ist Zeit, sich an der anstehenden Aufgabe zu stellen und die Verantwortung für dein Volk zu übernehmen. Oh, wir sind jetzt der Häuptling, Lennart. Du musst dein Schicksal willig annehmen, denn du bist jetzt der neue Häuptling der Röhrlinge. Yeah! Geschafft! Und auch das Ödland ist geschafft! Weiß nämlich gern die veränderten Pflanzen hier entgegen. Gerne! Immer her damit. Was seid ihr denn? Verdammt. Die Säge, nicht die Säge? Ja, ich nehme mal wieder hier meinen Lötkolben. Aua! Kann ich die auch umbringen? Ja, es ist so einfach. Ja, Glühwürmchen. Mach doch noch mehr Schaden. Alter, da will ich ja lieber einen Glühwein trinken. Glaub mich auch! Ja, du musst dich ja nicht gleich vor Freude umbringen. Lennart? Ja? Lennis? Willst du wieder den Kaktus? Nein. Ich will den Prinzen, verdammt. Dieser scheiß Prinz. Ich hätte ihn zum König gekrönt. Hey, du kannst Kraft einleveln. Ach, vergiss es, du bist tot. Die Sache ist, ich würde gern die Dinger da oben haben wollen, also die zwei anderen Grünen, ja genau. Oh, ja. Da werde ich jetzt ein Weilchen versuchen, die zu erreichen.
Lennart? Ja? Was hältst du von den zwei wundervollen Wörtern Scheiß drauf? Nein. Das könnten wichtige Elemente sein im Krieg. Nein. Doch. Kümmere mich mal. Können sie sich sonst wo bekriegen. Nicht mit mir. Komm, ich bin frustriert. Du leidest dafür. Noch ein Skorpion, hä? Die legen mir wie Waffen ab. Ja, komm, du stirbst. So, ich bin voll geheilt. Jetzt muss ich irgendwie nach oben. Unten war eine Lüge. Schon wieder. Ich werde nicht gegen dich kämpfen. Komm! Ich brauche doch nur Blätter zum Mitnehmen! Ja! Warum auch nicht? Lennart? Ja? Warum ist das Spiel am Ende nicht immer ätzend werden? Nein! Lennart! Ja? Lennart, mach doch was! Erzähl wenigstens irgendwas, während ich gefrustet werde! Nein, du wirst nur... Sylvester hat dir jetzt die Waffe abgenommen. Kannst nicht irgendwas erzählen, damit es also, nicht nur mein frustriertes Schweigen ist. Was macht das gerade so? Ich hasse es. Aber papa, Meckes, ja, da war ich diese Woche erst. Ui. Ist wie immer gut gewesen. Au. Und ich habe heute Morgen erst noch einen Burger gegessen, weil ich hatte den seit 2 Tagen im Kühlschrank vergessen. Yeah. Wow. Ja, bring mich zu... Verzieh dich! Warum springst du denn runter? Warum kommen jetzt eigentlich Bosse auch normal? Welches Spiel macht das denn? Oh, du lässt mir meine Waffe. Lasst mich doch einfach für immer in Ruhe. Was wollt ihr denn alle von... Weißt du was, leck mich. Du stirbst auch ohne einen Blitz. Resistenz? Scheiß hast du. Ich bin gerade so null begeistert, Lennart. So null. Merkst du das? Dieses Kapitel startet erstens, nervt mich schon. Weißt du warum? Das ist alles nur weil... Weil du dich vom Imperium... Das ist alles nur, weil du dich vom Imperium abgewandt hast. Nur deswegen. Ich glaube auch. Warum ist da ein Ast? Den hat man nicht gesehen. Das ist mein... Das, was gerade geht, ist mein Taxi. Ja, wieso geht's denn ohne dich? Wieso geht's denn nochmal ohne dich? Ich schaff das schon noch. Ich glaube an dich, keine Sorge. Siehste! Danke, Lennart, dass du an mich glaubst. Dass wir irgendwo Pferdebremse. So, und jetzt wissen wir... Ach, wie nett, dass es da ist! Ja. Nicht runterfallen, ne? Richtiger Tipp. Ausgezeichnet. Danke, Lennart. Wo muss ich lang? Ja! Tut mir leid, ich werde hier mal zu einem kleinen Dämon. Hier ist irgendwo so ein Energietrank. Okay, wir kriegen 100 pro hier noch irgendein Flugtier. Aber 100 pro. Ich glaube, die Libelle kehrt zurück. Grüße! Ist nicht unser Kumpel? Hasti! Yes, Hasti! Hasti! Ich glaub's ja nicht! Das ist Chaos der Wulstling überlebt, alter Freund! Wie schön! Oh Gott, Alter, die Legende. Überlebt ja, aber schön ist was anderes. Nachdem du verschwunden bist, hat Hauptmann Burg und erfolgreich unterjocht. Ja, Burg, ey!
Ich habe das Dorf verlassen, damit ich den Untergang nicht mit ansehen musste. Wann kommst du zurück und übernimmst das Kommando, mein Häuptling? Alter! Ey, treuer Jünger! Er hat direkt das nochmal hinterher. Auf der Stelle, zeig mir den kürzesten Weg! Alter, das ist wirklich das Imperium schlägt zurück. Sie haben einfach zurückgerufen. Ja. Okay! Der ist so geil, der Typ! Ey, dieses Gespräch hebt meine Stimmung gerade wieder so ungemein, ne? Ja. Tja, es gab keinen Grund zurückzuschauen und jetzt hab ich mich wohl verirrt, aber ich hab was Interessantes herausgefunden. Im Wald lebt ein friedliches Volk. Es ist allerdings scheu und empfindlich. Einen von ihnen habe ich da oben gesehen. Vielleicht können sie dir ja helfen. Okay. Danke, Hasti. Wir sehen uns daheim. Der gute Allianzführer. Ja. Du kommst jetzt her. Kein Rumgepimper mehr. Hallo, ich würde gerne die Karte sehen. Danke. Oh, Leben! Wir können Leben auf Maximum machen. Yes! Lennart! Ja. Volles Leben! Das ist richtig. Okay. Ich lebe. Oh! Oh, ich bin nicht auf dem Kopf ge. Ah! Geh weg. Oh, Mann, Stein! Oh, jetzt sag ich selbst schon, ja. Tyson kommt immer wieder aus mir raus, alte Pöbler. Guck mal, die hat Angst vor dem Rauch. Zu Anfang ruhig etwas öfters und kräftiger an der Pfeife ziehen. Nachher beim Genuss braucht man dann noch ein bisschen puffen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Lehnt euch zurück und genießt die Folge. Finde ich gut. Ja, komm. Skorpion. Komm, der stirbt. Oh, du bist auch immer für die Gegner, egal was ist, ne? Nein. Was soll denn das? Ich bin immer auf deiner Seite. Ich weiß nicht, was du meinst. Soll es nicht eigentlich so sein wie mein moralischer Kompass oder sowas ähnliches? Ja, bin ich doch. Für Hurk. Der Feind ist so nah. So, kommt jetzt wieder das Elektroschwert raus. Den peitsche ich hier raus aus der Stadt. So. Ich speichere direkt mit dem anderen. Hab dran gedacht. So. Speichern. So, ja. Wo führt mich mein mutiger Marsch? Ach, wieder nach oben. Ja, aber mir hast du jetzt volle Leben. Also Maximum. Ist mit dieser Weg eigentlich was? Diese veränderten grünen Wurzeln sehen gefährlich aus. Ich möchte ihrem Besitzer nicht an der Oberfläche begegnen. Wenn ich die Wurzeln durchtrenne, gehe ich sicher einer großen Bedrohung aus dem Weg. Oh. Sporn? Nee. Oh. Ach, guck mal! Haben wir eben eine Venus-Fliegenfalle getötet. Oh, das habe ich nicht verdient. Ja, den Erfolg muss ich eigentlich speichern. Ah, brauchst gleich wieder ein paar Elektrohiebe. Ne, braucht er nicht mal. Nicht schlecht. Oh, dann rennen wir einfach weg. Oh mein Gott, Lennart! Hast sie lebt! Der Allianzführer, Alter. Der Allianz. Der ehemalige. Wir sind es jetzt. Ja, wir sind jetzt der Häuptling, aber er hat ja die Allianz angeführt, die Rebellion. Ey, ich töte doch nicht mal eben so ein 600-Leben-Ding. Vor allem Eisschwäche hier. Wer hatte schon eine Eisschwäche? Waffen dafür. Ah, schön verletzt gehe ich jetzt weiter. Halb tot. So ist das schön, Spiel. Ja. So, jetzt muss ich erstmal dieses Glühwürmchen töten. Mann, ey. Aber der verglüht sich nicht. Lennart. Ja? Hast noch was anderes beizutragen gerade?
Ich bin doch der moralische Kompass. Dein Inhalt in dieser Folge besteht aus Chips fressen, schlechte Sprüche kloppen und für die Gegner sein, was mich am meisten frustriert. Naja, also, ja. Oh, ja! Die schnelle Bälle! Die schnelle Bälle. Ganz schnell speichern gehen. Die schnelle Bälle ist zurück. Ich liebe die schnelle Bälle. Ja, schnell ist ja ihr Vorname. Kann aber kannst jetzt, warte, du kannst die anderen Punkte einsacken. Richtig. Wie? Ja, sehr clever. Hallo. Oh shit, das ist der Boss. Unangenehm. Warum kann ich das nicht einsammeln? Die Frage. Gott, lass mich in Ruhe, ihr Pferdebremsen. Das war's. Lennart, warum? Ich weiß nicht, ey. Was ich da beten? Du weißt sowas. Nein. Du willst nur nicht sagen. Sag! Hä? Das auch nicht. Hä? Ging das nicht eben? Eigentlich schon. Warum egal. Kann ich das nicht einsammeln? Ja, ja scheiß drauf. Es geht nicht. Sollte eigentlich gehen. Naja. Los, schneller! Nee, warte ich. Die Schnelle ist schon zur Stelle. Komm, Lennart, gibst du, es gefällt dir, solche Sprüche von mir zu hören. Ey, beim Heilen, dass wir einen Skorpion töten. Soll ich dich eigentlich heilen, hallo? Bisschen mehr heilen. Pferdebremse wäre sehr nett, wenn du aufhörst, auf mich zu schießen. Danke. Na, das wird so einfach. Los, schnelle! Zeig, wofür dein Name steht! Nämlich für Bälle. So, Lennart. Zeit zum Gehen von hier. Oh, vielmehr zum Davonfliegen. Ja, Gott, das war mal wieder ein schreckliches Kapitel. Mochte ich überhaupt nicht. War nicht so schlimm wie das Ödland. Das ist das unübertreffbar schrecklich. Au, au, au. Danke. Kein Problem. Jetzt habe ich's. Wer ist das denn? Grüß dich, werter Waldbewohner. Ich tu dir nichts. Ich habe mich verirrt und ich finde den Weg nach Hause nicht allein. Aber wer bist du? Ein Reisender aus einem fernen Land, der das rechtmäßig uns Röhrling gehört, bevor die giftigen, gerissenen Wulstlinge es erobert haben. Ich muss nach Hause, um meinem Volk Freiheit und Gerechtigkeit zu bringen. Ich habe den Wald noch nie verlassen, also kann ich dir leider nicht helfen. Aber in meinem Dorf gibt es ältere und weisere Kutsu. Kutsu, die neuen Pilze hier. Junge. Wenn du in ehrliche Absicht kommst, zeigen sie dir sicher den Weg. So, wo ist das Dorf? Anscheinend da, wo ich gerade reingeflogen bin. Ja, im nächsten Level würde ich mal meinen. Heilige Hände. So, ist hier das Dorf? Ja, ich würde sagen, was wir hier erleben werden, sehen wir im nächsten Part, oder Schlense? Ja, würde ich auch so sagen. Gott. Da Folge 20 dachte ich, kann ich mich erholen. Diese Folge war auch wieder schlimm. Schnelle hat es am Ende gerissen. Die schnelle Bälle kann einfach alles auf die Schnelle. Ja. Von guten Witzen motiviert. Ja, denn sie ist zur Stelle. Und rückt dir nicht unbedingt auf die Pelle. In diesem Sinne. Genau. Möchte ich meinen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Wenn es mal wieder heißt, rettet Leiden. Die schnelle Bälle den Tag und werd ich einmal glücklich durch eine Folge schlawenzeln. Nein. Doch. In diesem Sinne, tschüss. Und reingehauen.